Am Ende ihres Lebens ist Karin Ritter ganz allein. Scheißdreck. Fühlen Sie sich einsam? Ja. Ich vermisse die. Wie geht es nach ihrem Tod mit der Problemfamilie weiter? Ihr jüngster Sohn Christopher ist wieder in Haft. Er soll einem alten Freund das linke Ohr fast abgetrennt haben. Und von Christopher hat er eine Fresse gekriegt, weil ich habe ja nichts gemacht. Haben sie ein Messer gehabt und dann haben sie oben rein geschnitten und dann hängt das so runter. Bin ich umgekippt, lag ich da so auf der Seite, habe ich geblutet wie so ein Schwein. Christopher wehrt sich gegen die Vorwürfe. Der größte Lüge, was er da gemacht hat. Wird seine Gefängnisstrafe jetzt auf über 10 Jahre angehoben? Nach langer Zeit meldet sich unterdessen Bruder René zurück. Verpiss dich, sag ich dir. Oh, du Fotze. Jetzt mache deinen Arsch, du Fotze. Ich schlag dir die Brille ein. Nach Alkoholentzug und Langzeittherapie war Karin Ritters ältester Sohn auf dem Weg der Besserung. Auch wenn das nicht alle so sahen. Was machen Sie jetzt im Moment? Arbeitssuchend. Arschloch. Schafft er es, nach dem Tod seiner Mutter trocken zu bleiben? Enkelin Jasmin dagegen kommt nach 15 Monaten aus dem Gefängnis. Sie hat uns Briefe aus der JVA geschrieben und möchte nie mehr zurück nach Köthen. Direkt nach ihrer Entlassung gibt sie uns ein Interview. Beschreiben Sie doch mal, was passiert ist im Gefängnis. Ich nehme keine Drogen mehr. Mein Verhalten hat sich gebessert. Ich raste nicht mehr so schnell aus. Wird sie der Familie für immer den Rücken kehren? Auch Karin Ritters Sohn Andy treffen wir kurz nach ihrem Tod in seiner Wohnung in Köthen. Er wirkt gefasst. War vorauszusehen, oder? Wie gesagt, wir müssen ja alle irgendwann mal gehen. Und Karin Ritters Sohn Norman. Was ist denn so in den letzten Jahren alles passiert bei Ihnen im Leben? Haft. Haft. Einfach nur Haft. Steht die Familie endgültig vor dem Zerfall? Die ganze Geschichte. Mittwoch. Stern TV.